Fisch. Lennox. Der Lachs-Alenny. Naja, dann gehe ich doch da mal hin. Lass mal das mal mit einfangen. Ja, das schwimmt. Wow! Achtung hier, der Baum macht einen langen Arm, Lennox. Die Schnur sonst. Mit der Bremse auch ein bisschen arbeiten, ne? Zum Nutz. So. So, geh doch hinterher. Ja, nicht zu schnell sonst. Hast du Kescher, Schatz? Nee, der Tom hat. Achso. Genau, drin ist schön aus. Na, brennt wohl der Arm, wa? Wow, das ist aber ein schöner. Hast du den gesehen? Alter, guck mal an hier. Oh, schön. Oh, ich schätze so 2,5 Kilo oder was? Die haben richtig Dampf. Ja, das sind die von Martin, glaube ich. Die, ja. Die hat der große. Die hat er doch gefüttert und alles. Ja, sind sie. Oh, eine ganz schöne Lachsa. Ich drück dir die Daumen, dass alles gut geht. Bleib einfach ruhig. Wird schon. Alles wird gut. Und wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm. Passiert halt. Ist halt Angeln, ne? Eigentlich sitzt er gut. Schön runterhalten, Tom. Jawollo! Hoch, Tommy! Oh, Alter, was für ein schöner Fisch! Den gucken wir gleich nochmal an. Petri! So, Leute, richtig schöner Lachs. Ich schätze, so 2 Kilo hat der. Nur, ja, er hat 2,5, ja. 2,5. Ist jetzt auf 70er Mirax in hellbraun gekommen. Ja. Dickes Petri, mein Freund! Danke! War ich erstmal ganz frech daneben dir. Wallah, da kann ich Hinterkopf, hab ich dem gegeben, ne? Extra die Bremse auf die Knöchel. Oh, jawollo! Lennox, deine Dings sind am Weg. Ausgeschlitzt. Ausgeschlitzt. Ja. Franzi hat Biss, mach die Bremse zu. Genau. Franzi ist on. Fisch. Lilanes Libra, Danny. Lilanes Libra. Hättest du es für dich behalten sollen. Ja, weiß ich doch. Ist doch nur Spaß. Ist doch schön, dass alle zusammenhalten. Hier keine Einzelkämpfer hier am Teich sind. So soll es ja auch sein, ne? Von hier. Na, guck mal, zieht sie nochmal ab. Man hat noch nicht fertig, Franzi. Guck, Reno, wie routiniert sie das macht. Ja, sehr gut. Ja,
jetzt ist er fertig. Jawohl. Petri, Franzi. Ja. Top. Petri. Wir machen jetzt ein wenig Mittagspause. Wir würden schätzen 75% ungefähr, würde ich sagen. Vom Besatz sind raus. Wir hatten ja 80 Kilo besitzen lassen. Wirklich wieder top, kampfstarke Fische, so wie man das hier bei Martin und der Nancy in der Teichwirtschaft Heberbaude gewohnt ist. Machen wirklich richtig Spaß. Haben auch hier und da allerdings auch recht spitz gebissen. Das heißt, wir hätten sogar den einen oder anderen mehr verhaften können. Ja, aber so ist es halt im Angeln. Aber jetzt lassen wir es erstmal gut gehen. Dafür essen wir was. Ich habe zwar wenig gefangen, aber gehört alles zum Angeln dazu. Genau, so ist das, ne? Ja, wir gönnen uns jetzt erstmal eine Bratwurst und Nudelsalat für meine Frau. Und den Nudelsalat, darf man nicht vergessen. Extra aus dem Saarland mit. Genau, genau. Hier ist er. Und dann haben wir ja noch den Kuchen von Franzi. Es gab Marmorkuchen noch, den haben wir uns auch schon schmecken lassen. Ja, von daher, wir lassen es uns gut gehen. Und wenn noch mal ein paar Fische ans Schnürchen gehen, dann nehmen wir euch wie immer mit. Und von daher würde ich sagen, bis später, oder? Ciao. Freunde der Sonne. Wir haben zwar schon sehr viel Spaß gehabt, aber wir haben gesagt, wir wollen das Ganze noch mal ein bisschen aufwühlen. Für das, was noch drin ist. Ja, mal schauen. Also, wir geben weiter Gas und wenn wir was im Schnürchen haben, dann seid ihr wie immer dabei. Alles klar, hau rein. Ciao. So. So schnell geht's nicht ab. Peitsch sie raus, Franzi! Guck dir das an. Kampfstarke Fische. Top. Petri! Ich habe jetzt Schutzbrille auf. Könnt ihr ruhig durchziehen. Bitte, volle Bulle. Oh, hast du gesehen? Da war voll drauf geballert, ey. Das war keine Portionsforelle, du. Das war ein Lachser. Das habe ich hier gerade am Einschlag gemerkt. Oh, Schoppi fängt. Petri! Ah ne, doch nicht. Aber jetzt. Nein, die will nicht. Petri! Patschi, Patschi, Tombo. Patschi, Patschi, Patschi.
Diese Liedfrage, die Männer sind Schweine. Ah, warum du so böse? Weil ich das kann. Badan! Wie weit liegt das ungefähr raus? Hälfte? Ein großer Meister! Warte! Welche Farbe? Oh! Jo! Papa hat! Der Papa! Boah! Verdrehst du, verrückt hier. Wir haben doch gesagt, wir sind hier. Mach den mal runter. Top! Petri, dank! Ja, servus! Ja, grüß dich! So, Tommy fängt Fisch. Ja, Petri! Klasse, Tommy! Ein Lachser! Super! Komm hoch! Top! So, unsere Angelfreunde, der Tag ist zu Ende. Und wir haben alle viel Spaß. Sehr viel Spaß gehabt. Wir stehen ja ein wenig in der Sonne, aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, viel Fisch ist reingekommen, viel Fisch ist rausgekommen. Von daher ein sehr erfolgreicher Tag hier bei unserem Freundeangeln. Ja, war mega. Also viel Spaß haben wir gehabt. Genau, also wir können immer nur sagen. Auf jeden Fall wiederholen wir das Ganze nochmal. Hat sehr viel Spaß gemacht, immer wieder gerne mit den Forellenjägern Saarland. Also das war echt durchweg eine gute Stimmung. Alle Freunde und Gäste, die dabei waren, haben genauso davon geschwärmt und wollen schnellstmöglich eine Wiederholung. Wir schauen mal, was der Terminkalender so hergibt. Und ja, gefangen haben wir eigentlich auch auf alle möglichen Spoons, Gummis. Da können wir jetzt eigentlich gar nicht so im Detail drauf eingehen, würde ich sagen. Ja, ja. Genau. Genau. Ja, und von daher, wir machen ein kleines Video. Schaut da euch ja dann jetzt oder habt euch ja jetzt in dem Moment schon angeschaut. Und Liken nicht vergessen. Liken nicht vergessen. Positiver Kommentar. Abonnieren gerne und abonniert auch gerne beziehungsweise folgt auch gerne der Facebook-Seite der Forellenjäger Saarland. Auch gerne unsere Seite natürlich, wenn ihr Spaß hattet. Und von daher würde ich sagen, bis nächste Mal. Wir gehen jetzt noch mal schön in der Restaurant essen. Genau, wir gehen jetzt noch ein bisschen was Schönes essen. Mit Martin, der kommt auch mit, der ist gerade nicht da, aber der vorbereitet sich schon. Der geht mit uns. Wird eine coole Runde. da nehmen wir euch vielleicht auch noch mal kurz mit. Wir wissen es noch nicht so richtig. Genau. Aber ansonsten gibt es ein paar nette Videos. Von daher würde man sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Bis nächste Mal. Ja. Ciao. Ja, liebe Freunde, jetzt haben wir gerade schon Tschüss gesagt, aber ihr seht, wir stehen immer noch an gleicher Stelle, denn wir müssen uns auch nochmal bedanken bei der lieben Nancy und beim lieben Martin hier von der Teichwirtschaft Heberbaude, die das hier wirklich top organisiert haben. Super Fischqualität, so wie man das hier gewohnt ist. Nicht nur, dass man beim Ausnehmen gesehen hat, dass wieder alles knallrotes Fleisch ist, und die Fische auch ohne Rogen, auch der ganze Service im Allgemeinen. Bratwurst wurde wieder gemacht für uns, wurde wieder gegrillt halt und die Getränkeversorgung, dass man zum Platz kommt, also alles. Also man kann wirklich nur sagen, man kann sich hier rundum nur wohlfühlen und da können wir das ja auch einfach nur weiterempfehlen und können euch da nach bestem Wissen und Gewissen sagen, fahrt gerne mal hierher, wer noch nicht hier war. Schaut euch das hier an, weil ihr habt da kampfstarke, super Fische mit ganz, ganz tollen Betreibern. Familiär geführt hier und wie gesagt, hier hapert es an nichts. Und da kommt sogar Eier hier. Eier bekommt man auch? Eier bekommt man auch. Eier haben wir. Von glücklichen Hühnern. Genau, von glücklichen Hühnern. Wir haben auch Eier gekauft, auch schon öfters. Wir sind ja nicht das erste Mal hier. Aber die Eier, die sind wirklich lecker, lecker, lecker. Das können wir auch nur sagen.
aber das nur am Rande. Von daher sagen wir jetzt mal wirklich ciao und bis später vielleicht im Misstrauen. Schön. Und hat das geschafft? Ich war direkt weg. Oh. Nicht auch einäugig, wie an der Ampel. So, aber kein David. Ich war direkt weg. Getuscht. Alle beisammen.